Aber eigentlich muss ich dich schon bewundern. Den eigenen Bruder ans Messer zu liefern, das ist schon ein Schachzug, der... Obwohl eigentlich auch kein besonders guter Stil, weil, weißt du, Familie ist Familie. Finde ich jedenfalls. Allein deshalb hast du schon verdient. Was? Weißt du, die Idee, mir jetzt die Dienstwaffe wegzunehmen, ist vielleicht dann doch nicht so genial, weil ich bin ja auch gezwungen, aus Notwehr zu handeln. Insofern, tja, schade, mein Freund. Mein erster Versuch, dich loszuwerden, war weitaus eleganter. Sofort die Waffe runter! Waffe runter! Komm ich ja gerade noch rechtzeitig. Es lief ja wie geschmiert. Dreckschwein. Vielen Dank, Herr Tetzel. Sie haben wirklich sehr gut mitgemacht. Und ich? Werde ich nicht gelobt? Machen Sie das selber am besten. Natürlich. Ohne Sie wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und Epsi. Ich wusste ja von Anfang an, dass der Gassmann ein falsches Spiel spielt, ja. Ist mit dem Abendessen. Muss dann wohl ein bisschen warten, was? Ja, so 20, 25 Jahre. Stefan, hab ich dich wohl unterschätzt, hä? Den Fehler machen viele. Abführen. Sag mal, sollte das jetzt gerade ein Kompliment werden, oder was? Ist doch sonst nicht seine Art, hä? So voll wie der Mond heute ist, muss ich Sie diese Nacht leider anleinen. Nein, das ist keine Tierquälerei, das ist zu Ihrer Sicherheit. Ja, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Was sagt er denn? Das Haus ungeeignet ist, Garten wird zu klein, zu wenig Sonne kommt rein und die Straße da drüben ist doch ziemlich laut. Das habe ich doch schon mal gehört. Dann sieht das wohl so aus, als ob ihr beide euch doch noch ein Weilchen länger zusammenraufen müsstet. Das scheint so, ja. Ja, das fürchte ich auch. Herr Kaiser, kommen Sie. Wer fühlen will, muss hören. Genießen Sie Ihr Lieblingsradioprogramm des HR über DAB+. DAB+. Mehr Radio. Wie ansteckend ist die Leidenschaft für die Fliegerei? Ich habe katholische Theologie und Philosophie studiert, mit dem Ziel, Priester zu werden. Und durch puren Zufall habe ich damals einen Kapitän von Lufthansa kennengelernt und dadurch bin ich dann zur Fliegerei letztlich gekommen und habe den anderen Beruf mit dem Himmel ergreifen können. Mittendrin, heute 21 Uhr im HR-Fernsehen. Zuletzt gelassen hast. Kann mal jemand den Hund rauslassen? Nein, Manni, du bleibst drin. Die Dalmatinerin von der Salm ist immer noch läufig. Na komm, los. Was heißt eigentlich läufig? Das heißt, dass sie gern rumläuft mit anderen Hunden. Ein bisschen mehr heißt das schon. Sie will. Mit Manni rumtoben. Aber Frau Salm will das nicht. Warum denn nicht? Weil ihre Dalmatinerhündin reinrassig ist und Manni nicht. Und deswegen will sie nicht, dass die beiden es zusammen treiben. Sag das doch gleich. Mama, ich brauch Geld. Willkommen im Club. Mama? In meinem Portemonnaie. 10 Mark, nicht mehr. Machst du kein Frühstück heute? Bitte sehr.
Wie wär's denn mal mit einem Ei oder so? Donald, in 3 Wochen muss ich den neuen Roman abgeben. Und das Einzige, was ich bisher habe, ist der Titel. Und der ist noch nicht mal gut. Ich habe mir 10 Mark genommen, aber das reicht nie. So gehst du nicht zur Schule. Hä? Du lässt sie so zur Schule gehen? Komm, Liebes, zieh dich um, ja? Gerade eben hast du noch nichts gesagt. Gerade eben habe ich es noch nicht gesehen. Wie kann man sowas nicht sehen? Du gehst zur Schule, nicht in den Gogo-Club. Was ist ein Gogo-Club? Dafür bist du noch zu jung. Alle anderen Mädchen. Wenn alle anderen von der Brücke springen, springst du dann abgelehnt. Auch? Abgelehnt. Der Vergleich ist unzulässig. Hella, bitte, zieh dich um, sonst kommst du noch zu spät zur Schule. Toll, Mama. Nie bist du auf meiner Seite. Das ist doch immer dasselbe. Du befiehlst ihr was, aber sauer ist sie auf mich. Mama, ich brauche neue Turnschuhe. Die sehen doch gut aus. Wann haben wir ihm die gekauft? Ich brauche die mit Gelsohle. Was Gelsohle? Als ich in deinem Alter war... Lukas, dein Vater hat es auch ohne Gelsohlen bis zum Prokuristen gebracht. Proko was? Das wirst du ja dann wohl auch schaffen. Ich will meine eigene Firma. Na prima. Dann ist jetzt dein Müsli. Nee, ich muss los. Dann nimm eine Banane und gib mir einen Kuss. Ihr seid schuld, wenn ich seelisch verkrüppel, weil mich die anderen alle auslachen wegen den alten Trägern. Tschüss, mein Schatz. Schweizer? Wirklich? Das ist ja fantastisch. Ja, vielen Dank. Nein, nein, das haben wir im Team gestemmt. Ja, das ist ja wirklich großartig. Ja, ich bin sofort da. Das war Hansen. Die Japaner haben den Vertrag unterschrieben. Und er hat wortwörtlich gesagt, ohne Sie, also ohne mich, wäre der Deal nie zustande gekommen. Das ist aber nett. Was meinst du, was klingt besser? Liebe kennt keine Grenzen oder grenzenlose Liebe? Immer begreifst du überhaupt? Diese Anerkennung vom Chef, die ist für mich wie... Liebe ohne Grenzen. Hörst du überhaupt zu? Natürlich. Japaner. Japaner was? Ich habe nicht behauptet, dass ich bei jeder Einzelheit zuhöre. Sei bitte pünktlich heute Abend. Wir sollen um 8 Uhr dort sein. Müssen wir unbedingt dahin? Du willst ja wohl nicht Ulrikes Geburtstag verpassen, oder? Doch. Wieso? Ulrike ist so anstrengend. Ein Abend mit ihr ist schlimmer als 20 Abende mit einer normalen Frau. Charmanter Vergleich. Wird sie ausrichten. Wie alt wird sie denn? 50. Bald bin ich dran. Mir wird ganz anders, wenn ich daran denke. Mach dir nichts draus. Bei Schriftstellern ist es doch egal, wie alt sie aussehen. Das sollte wohl ein Kompliment werden. Ich muss los. Ja, hallo? Hallo. Und Nummer rauschen, wie es meiner liebsten Autorin geht. Danke, Martha. Und dir? Wunderbar. Alles in Ordnung? Mhm. Du rufst doch nur an, weil du wissen willst, wie weit ich bin. Hm? So ein Unsinn. Also, wie weit bist du? Ja, ungefähr die Hälfte habe ich. Das ist doch toll. Wie fängst du denn an? Bin neugierig, ne? Na, die Gräfin, die sitzt im Bett. Und in der Hand hält sie ein Medaillon. Mit dem Bild ihres Liebsten darin. Aha. Und dann kommt die Rückblende. Mhm. Und die ganze Geschichte rollt ab. Das ist doch toll. Oh. Ach, lies doch mal vor. Wie, jetzt? Ja, ein bisschen. Moment. Die Gräfin war immer noch im Bett, obwohl der Morgen schon weit vorangeschritten war. In der Hand hielt sie das Medaillon, das ihr Jean an dem Tag, an dem er starb, gegeben hatte. Das ist doch brillant! Wie immer. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Also vor allen Dingen, wie sich dann alles so zusammenfügt. Wunderbar. Und Ellen, du weißt ja, ein gutes Buch ist mir wichtiger als ein schnelles, nicht? Aber am 31. bist du mir fertig, ja? Bis dann. Bis bald. Gar nicht so schlecht.
Die Gräfin war immer noch im Bett. Die Gräfin war immer noch im Bett, obwohl der Morgen schon weit vorangeschritten war. In ihrer Hand hielt sie das Medaillon, das ihr Jean an dem Tag, an dem er starb, gegeben hatte. Von weit her hörte sie den Klang von... Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich störe dich auch nicht, oder? Ich schreibe gerade. Ach so, gut, dann ist ja nicht so schlimm. Überhaupt nicht. Stell dir vor, ich habe rausgekriegt, was Günther mir zum Geburtstag schenken will. Kann's kaum erwarten. Das dachte ich mir, deswegen bin ich auch gleich vorbeigekommen. Ich habe 2 Tickets gefunden. Und jetzt halte ich fest. Für eine 3-wöchige Kreuzfahrt. Wow. Fantastisch. Das habe ich mir seit Jahren gewünscht. Ja! Wo hast du die Tickets gefunden? In deiner Jackentasche. Finger weg von Männertaschen. Das endet meistens in Tränen. Ach Quatsch. Weiß er, dass du es weißt? Nein, natürlich nicht. Ich spiele heute Abend die Ahnungslose. Du übrigens auch. Bin mal gespannt, was er sich diesmal für eine verrückte Übergabe ausgedacht hat. Weißt du noch, wie er damals diesen Schauspieler engagiert hat? Wie der als Polizist verkleidet, die Schlüssel für dein neues Auto übergeben hat? Naja, ich habe ein Polo gekriegt, einen Ehrenferrari. Schwamm drüber. Diesmal liegt der Gold richtig. Du, ich freue mich so. Oh Gott, ich muss ja los. Ich habe noch wahnsinnig viel vorzubereiten. Du, und denk dran, du weißt von nichts. Was ist los? Ärger gehabt? Ach, ich fühle mich einfach nur alt. Ich habe das Gefühl, die Firma stellt nur noch Teenager ein. Eine von denen organisiert jetzt sogar Bungee-Jumping für die Mitarbeiter. Mutter von 2 Teenagern zu sein, kommt Bungee-Jumping ziemlich nah, finde ich. Vielleicht sollten wir 2 auch mal was Aufregendes machen. Irgendwo hinfahren oder so. Wir können ja mal wieder meine Mutter besuchen. Das findest du doch immer wahnsinnig aufregend. Oder? Nein, im Ernst. Sollen wir eine kleine Reise machen? Nur wir beide. Dafür haben wir weder Zeit noch Geld. Gunther kann sich sowas leisten. Moment mal. Willst du damit sagen, Gunther will verreisen? Ja, du weißt doch Bescheid über die Reise. Ich weiß, dass du es weißt. Ja, ich weiß es, aber woher weißt du es? Von Ulrike. Was, die weiß auch Bescheid? Aber darüber weiß Gunther nicht Bescheid. Hallo, Ulrike. Herzlichen Glückwunsch. Wie schön, dass wir da sind. Alles, danke. Alles Gute. Kommt rein. Ja. Alexander? Stellen Sie die bitte ins Wasser. So, hallo, servus, grüße. Amüsiert. Ja, ja, das haben wir. Donald. Richard. Freut mich, dich zu sehen. Grüß dich. Das ist Richard Engel, arbeitet bei uns im Vertrieb. Das ist Ellen, meine Frau. Arbeitete Donald imperfekt. Ich bin jetzt Privatier. Ah, was? Schon? Also. Ja, das Leben ist zu kurz, um nur zu arbeiten. Ich freue mich wirklich sehr, Sie kennenzulernen. Sehr. Ja, ich guck mal eben, wo Gunther steckt. Möchten Sie was trinken? Ja. Danke. Ja. Vielleicht sollten wir es hier drüben hinstellen, weil hier kommen die ganze Zeit Leute durch. Donald hat vor einiger Zeit mal erwähnt, dass Sie Romane schreiben. Ach ja? Tatsächlich hat er das? Mhm. Ja, 4 bisher. Aber das sind nur Liebesromane. Was heißt nur? Ich finde das bewundernswert, dass Sie schon 4 Bücher veröffentlicht haben. Dankeschön. Ja, alles, was mit Kreativität zu tun hat, fasziniert mich. Kunst.
Bücher, Musik, Oper, Jazz, einfach alles. Aber wieso arbeiten Sie denn nicht mehr? Sie sind doch noch ziemlich jung. Ja, ich habe geerbt. Und jetzt habe ich mir zum Ziel gemacht, mein Leben zu genießen und auch selber ein bisschen kreativ zu werden. Ja, keine Zwänge mehr, keine Besprechungen bis nach Mitternacht. Keine Abgabetermine. Ja, ganz wunderbar. Ja, das klingt gut. Vera. Michael, Schatz, bist du lieb? Ich muss mir gerade was zu trinken. Ich muss noch an die Tür. Na klar, mach ich sofort. Das Problem mit diesen Partys, man kann einfach nicht wirklich miteinander reden. Aber vielleicht können wir uns ja mal treffen, um uns in aller Ruhe zu unterhalten. Ich denke, wir haben viel gemeinsam. Tja. Das ist Ihre Entscheidung. Hier, das ist meine Karte. Danke. Das Geburtstagsgeschenk von Gunther. Mal gespannt, was er sich diesmal wieder ausgedacht hat. Wo ist er denn überhaupt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich inszeniert er wieder einen ganz großen Auftritt. Nein, ich dachte, Sie war so schön. Hallo, Donald. Da bist du ja. Ach, und das muss deine Frau sein. Traumhaftes Kleid. Selbstgemacht? Mhm. Donald hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Das ist Lisette Fronski, die neue Leiterin unserer PR-Abteilung. Ah, so jung und schon so weit. Immerhin bin ich schon 27. So jung allerdings hätte ich Sie auch wieder nicht eingeschätzt. Ja, ich schätze, wenn man dann erst mal Ihr Alter erreicht hat, dann zählen die einzelnen Jahre nicht mehr so, hm? Ah, jetzt! Alle mal herhören! Ja. Ruhe, bitte! Kommt doch mal her! Jetzt setz dich doch einfach hin. Ah. Alle da? Okay. Willkommen allerseits zu Ulrikes Geburtstagsparty. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Ulrike. Danke, Liebling. Wie die meisten von euch wissen, sind Ulrike und ich seit 23 Jahren verheiratet. Und mindestens 17 davon waren glückliche Jahre. Du und ich, Ulrike, wir haben uns in diesen Jahren entwickelt, aber leider in verschiedene Richtungen. Deshalb habe ich mich entschlossen, dich zu verlassen. Ich hätte es dir persönlich sagen sollen, aber... Ich liebe seinen Humor. Dazu hat ihn viel Mut. Fakt ist, dass ich mich aus dem Staub mache, und zwar mit meiner Sekretärin. Einige von euch kennen Kiki ja. Ich bin gleich wieder da. Warum hast du mir davon nichts gesagt? Er hat es Ulrike erzählt und sie hat ihn umgebracht. Er hat es auch nicht anders verdient. Ach Gott, du übertreibst immer gleich so. Und dann noch vor all ihren Freunden. Er hat eben gedacht, es sei gut, es allen gleichzeitig zu sagen. Jetzt nehmen ihn ja noch in Schutz. Ich nehme ihn ja überhaupt nicht in Schutz. Ich sage nur, jedes Ding hat zwei Seiten. Was für zwei Seiten? Wie sieht denn seine Seite aus, bitteschön? Die haben doch nur noch so nebeneinander hergelebt. Ja, und das gibt ihm das Recht, mit Kuku durchzubrennen. Kiki. Wie alt ist sie denn überhaupt? 15? 21. Na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Fast so alt wie deine Freundin Lisette. Die hast du übrigens noch nie erwähnt. Wenn ich was von der Arbeit erzähle, hörst du doch sowieso nicht zu. Übrigens habe ich sie erwähnt. Ach ja? Lass mich raten, das ist Fräulein Bungee-Jumping. Korrekt. Hast ja doch mal zugehört. Aber wie auch immer, wir sind bei Gunther und Ulrike. Richtig, du warst gerade dabei, deinen besten Freund zu verteidigen, der seine Frau wegen eines Teenagers verlassen hat. Ich versuche zu erklären, was er mir gesagt hat. Die Luft war raus. Kein Prickeln mehr, keine romantischen Gefühle. Zwischen den beiden gab es nur noch diesen ganz banalen Alltagskram. Ja, was erwartet er denn nach 23 Jahren? Es ist nun mal so. Bei uns ist es doch genauso. Oder? Das finde ich nicht. Das finde ich überhaupt nicht.
Ist es nicht schön, wie wir so alle zusammen frühstücken? Wie eine richtig intakte Familie. Was heißt intakt? Das heißt langweilig. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja gehen. Stell dir vor, genau das hatte ich gerade vor. Leon kommt gleich. Wer ist Leon? Wer ist Leon? Echt, Papa, du kriegst auch gar nichts mehr mit. Das ist ihr Lover. Was, ihr Lover? Ich habe das Gefühl, sie hat letzte Woche noch in die Windeln gemacht und diese Woche hat sie schon einen Lover. Kennst du den? Noch nicht. Was machst du heute? Schreiben. Und anschließend besuche ich meine beste Freundin, um sie ein bisschen zu trösten. Wieso trösten? Dafür bist du noch zu jung. Grüß sie von mir. Das wird sie vermutlich aufbauen. Ich versuche doch nur... Sag mir, dass es nicht Leon ist. Ich will auch einen Nasenring haben. Da musst du warten, bis du älter bist. Wie alt? 42. Hi. Hallo? Nett, dich kennenzulernen. Du siehst cool aus. Mhm. Entschuldigen Sie, hat das alles irgendeinen Sinn, der sich nur mir nicht erschließt? Papa! Was? Das ganze Blech da in Ihrem Gesicht. Komm, Leon, wir gehen. Danke, Mama. Hab ich irgendwas gesagt? Nein, aber ich wollte, du hättest. Tschüss. Tschüss. Hey, was mit meinem Kuss? Kein Nasenring, kein Kuss. Kriegt man die Angst, so wie der aussieht. Die Neonfische sehen so blass aus, findest du nicht? Ich finde, ich sehe blass aus. Ich frage mich, wie einer wie dieser Leon durch die Kontrollen am Flughafen kommt. Falls du mal mit ihm fliegen musst, kannst du ihn ja als Gepäck aufgeben. Schon gut. Ich finde nur, es gehört zu den Aufgaben meiner Mutter, ein Auge auf den Umgang der Tochter zu haben. Ich kann sie ja einsperren, bis sie anfängt zu schimmeln. Vielen Dank für deine konstruktive Haltung. Es wird spät heute. Alles, was mit ihm zu tun hat, liegt raus. Hier. Unser Trip nach Paris. Wir standen ganz oben. Ein Schubs hätte genügt, Ulrike. Ich bin mir nicht sicher, Ulrike, ob das eine sonderlich konstruktive Haltung ist. Ich bin mir nicht sicher, Ulrike, ob das eine sonderlich konstruktive Haltung ist. Du redest schon wie Donald. Ellen, ich habe die ganze Nacht lang durchgeheult. Und als endlich die Sonne aufging, wurde mir klar, was ich zu tun habe. Das hört sich schon besser an. Ich werde mich ganz fürchterlich an ihm rächen. Oh nein. Und doch. Ich hätte es merken müssen. Jedes Mal, wenn ich diese Kiki gesehen habe, hat sie sich fast überschlagen, um mir Komplimente zu machen. Auch wir müssen uns unbedingt einmal treffen. Ich könnte ja noch so viel von ihm lernen. Dieses Miststück wollte mich ablenken. Mensch, warum habe ich bloß nichts kapiert? Das konntest du ja schließlich nicht ahnen. Und ob. Alle Anzeichen waren ja da. Nur ich blöde Kuh war blind wie die Nacht. Was für Anzeichen? Plötzlich hat er bis spät in die Nacht hineingearbeitet. Oder hier. Jahrelang nur weiße Hemden im Büro. Und auf einmal... Donald hat in letzter Zeit auch viel abends gearbeitet. Früher nie. Das allein heißt noch gar nichts. Nicht? Hier. Das Rasierwasser. Das war der entscheidende Punkt. Du, das Zeug kostet ein Vermögen. Und ich habe immer noch nichts geschnallt. Donald hat sich vor 2 Wochen auch ein neues Aftershave gekauft. Für 75 Mark. Der hat in seinem ganzen Leben noch nie mehr als 5 Mark für sowas ausgegeben. Aber Donalds Sekretärin ist doch eine alte Schachtel. Die neue PR-Frau aber nicht. Lisette. Donald, mein Lieber, das muss deine schöne Frau sein. Und dann hat sie mir die ganze Zeit Komplimente gemacht. Genauso wie diese Kuckuck. Kiki. Und dann noch etwas. Gunthers Sachen riechen nach Parfum. Und weißt du, was er mir erzählt hat? Sie hätten im Büro jetzt ein neues Raumspray. Genau das Gleiche hat Donald mir auch erzählt. Nein, auf gar keinen Fall. Donald ist doch viel zu langweilig für eine Affäre. Donald ist überhaupt nicht langweilig. Er könnte sehr wohl eine Affäre haben. Na gut, als er jünger war, da war er natürlich noch attraktiver. Aber er macht immer noch was her, wenn er sich so ein bisschen Mühe gibt. Was er allerdings meistens so gut wie nie tut, zugegeben.
Meine Rede. Aber die Frauen drehen sich immer noch nach ihm um, wenn wir unterwegs sind. Zumindest die Älteren. Entschuldige, aber ich würde mich nicht nach ihm umdrehen. Und ich bin älter. Du bist doch nicht alt. Liebes, wenn man gerade sitzen gelassen worden ist, ist man sich dessen ziemlich schmerzlich bewusst. Na gut, dann drehen sich eben Frauen nach ihm um, die nicht sitzen gelassen worden. Die gibt's doch gar nicht mehr in unserem Alter. Natürlich. Schau mich an. Wie jetzt? Du drehst dich nach fremden Männern um, das wusste ich ja noch gar nicht. Du bringst mich völlig durcheinander. Also, wenn ich dir folgen kann, dann drehen sich nach Donald nur Frauen um, die älter sind als wir, also Omas, oder Frauen, deren Männer noch langweiliger sind als Donald. Du bist gemein. Tut mir leid. Außerdem ist zwischen jetzt und Oma ja wohl noch ein Unterschied, oder? Ich hab da wenig Hoffnung. Ich bin mir sicher, dass Donald keine Affäre hat. Gut, gut, gut. Ziemlich sicher. Soll ich dir sagen, wie du ganz sicher sein kannst? Wie? Frag ihn ganz beiläufig nach dieser anderen Frau. Ein Mann denkt sich dann Folgendes. Wenn ich so tue, als wüsste ich nichts von dieser anderen Frau, dann wirkt es verdächtig. Wenn ich aber ganz viel von dieser anderen Frau erzähle, dann denkt sich meine Frau nichts dabei. Denn wenn etwas wäre zwischen mir und dieser anderen Frau, dann würde ich ja meiner Frau nicht so viel von dieser anderen Frau erzählen. Verstanden? Und das funktioniert? Na, absolut. Ich kenne jedes Detail aus Kikis Leben. Und ich, Idiotin, bin ihm voll auf den Leim gegangen. Nee, ich mag solche komischen Tricks nicht. Donald und ich, wir werden einfach ein offenes Gespräch über den Zustand unserer Beziehung führen. Hallo Schatz, ich bin's. Nee, nichts Besonderes, außer dass ich gerade auf dem Weg zu dir bin, um dich zu einem kleinen romantischen Mittagessen abzuholen, so wie früher. Haben wir nie gemacht. Unsinn am Anfang, ich bin mir ganz sicher. Nicht? Na, wie auch immer, in 5 Minuten bin ich da. Schon gehört, dass der Baron von Falkenroth seine Frau verlassen hat und mit ihrem Kammermädchen durchgebrannt ist. Ja, ich habe davon gehört. Ich frage mich, ob du mich jemals... Mein kleines Dummerchen. Um keinen Preis der Welt würde ich dich verlassen. Ohne deine Liebe würde ich sterben. Wie eine Blume ohne Regen. Du würdest mich also niemals verlassen? Niemals. Ich liebe dich mit einer Leidenschaft, so heiß und stark wie 1000 Sonnen. Entschuldigung. Dankeschön. Es ist 30 Sekunden später als das letzte Mal, als du auf die Uhr gesehen hast. Wolltest du über irgendwas Bestimmtes reden? Das Hemd ist ja rosa. Na und? Seit wann hast du das? Schon ewig. Das sieht man wieder, wie selten du mich ansiehst. Wieso trägst du rosa Hemden? Hä? Warum soll ich keine rosa Hemden tragen? Gefällt's dir nicht? Doch, doch. Wie geht's Ulrike? Kommt sie einigermaßen klar? Überraschend gut eigentlich.
Aber ich frage mich, ob du mich noch liebst. Das ist nicht dein Ernst. Du würdest mich also niemals verlassen? Nein. Warum soll ich dich verlassen? Wir sind verheiratet. Wir haben Kinder. Wir haben ein Haus. Und noch mal. Du bist ein Herz und schon auf der Hose. Sag mal, diese Frau von der Party, diese PR-Frau, wie heißt die eigentlich? Ach, du meinst Lisette? Lisette Fronski. Ach ja, nette Person. Ist sie von hier? Nein, ist erst kürzlich nach Berlin gezogen. Hat gerade ihr Examen gemacht. Sehr intelligent. Wir sehen uns einmal die Woche im Abteilungsleiter-Treffen. Familie kommt aus Russland. Daher der ungewöhnliche Name. Das heißt, die Familie väterlicherseits. Die Familie mütterlicherseits, die ist deutsch. Ja, spricht so mehrere genau Sprachen. Eigentlich aber eigentlich redet sie immer nur davon, dass sie wieder zurück will nach St. Petersburg. Na, kennst du ja die Russen. Immer Heimweh. Und du im Urlaub fährst immer nach Griechenland. Naja, interessiert sich eben mächtig für griechische Kultur und so. Da spricht auch Altgriechisch. Jetzt lernt sie Neugriechisch. Na, irgendwann lernt sie alle Dialekte des Mittelmeerraums. Das ist schon unglaublich, was in den Kopf so einer kleinen Frau reingeht. Helen, kommst du? Später. Hallo, Donald. Hallo. Ah, hallo, Ellen. Hallo. Meine Güte, Sie sehen heute wirklich wieder fantastisch aus. Und das bei Ihrem Stress als Hausfrau mit drei Kindern? Zwei. Interessantes Parfum. Erinnert mich irgendwie an ein Raumspray. Liebling, das war eine wunderbare Idee von dir mit dem Essen. Ja, aber du, jetzt müssen wir wieder an die Arbeit. Hm? Ja, ich sag ihm ja immer, er soll nicht so viel arbeiten. Wissen Sie, eine schöne Frau wie Sie, die hat das eigentlich nicht verdient, dass man sie immer so oft alleine lässt. Hm? Langsam glaube ich das auch. Ich frage mich, ob du mich wirklich... Wirklich was? Ich frage mich, ob du mich wirklich liebst. Komische Frage. Du würdest mich also niemals verlassen? Warum sollte ich dich verlassen? Wir haben ein Anwesen, wir haben Vermögen, wir haben Erben. Hm. Verflucht! Jetzt ist die Hose versaut! Kleine, miese Schlampe. Du bekommst ihn nie. Nur über meine Leiche. Schnauze. Auf einer Videokassette? Ja. Also das ist ja das Empörendste, das ich jemals gehört habe. Aber überraschend tut mich das gar nicht. Männer sind nun mal Schweine. Entschuldige, Schätzchen. Wieso denn? Ich bin völlig Ihrer Meinung. Mein Lothar zum Beispiel, der süßeste Mann der Welt. Aber wenn ein blonder Bengel vorbeikommt, macht er auf dem Absatz kehrt und läuft ihm hinterher. Wie ein Hund. Heißt das, alle Männer haben Affären? Natürlich. Das sind die Gene. Sammler und Jäger.
Mein Hermann hat mich wegen einer Stripperin verlassen. Haben Sie nicht vorhin gesagt, er sitzt zu Hause und repariert den Boiler? Schon, das war ja auch alles schon vor 20 Jahren. Ein paar Monate später kam er zurückgekrochen. Und seitdem mache ich ihm das Leben zur Hölle. Die beste Rache ist nach wie vor der eigene Liebhaber. Gibt es da keine andere Lösung? Nein! Schmeiß den Mistkerl raus. Wie gehe ich mit einem Ehemann um, der mich betrügt? Wie eine lesbische Beziehung sie glücklich machen kann. Kann man und dann? Und wie sie das verhindern können. Ulrike! Hey! Ellen! Ellen, Schatz! Du siehst ja toll aus. Du auch? Wer war das? Das war Frank. Wie Frank? Frank. Frank. 25. Aha. Ich treffe mich jetzt jeden Mittwoch mit ihm. Wozu? Oh Gott, ey. Zahlst du ihn dafür? Er ist jede Mark wert. Guten Tag. Die Kreditkarten von meinem Mann sind gestohlen worden. Ich habe die Nummern hier aufgeschrieben. Wären Sie so nett, die Karten sofort sperren zu lassen? Selbstverständlich. Also, ich weiß nicht, jemanden für Sex zu bezahlen, ich finde das ja ein bisschen... Ellen, wir leben im 21. Jahrhundert, in einer Dienstleistungsgesellschaft. Und Frank liefert guten Service. Und Sie sind sicher, dass sie gestohlen wurden, nicht einfach nur verlegt? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Irgendjemand amüsiert sich in Rio auf unsere Kosten. Ich habe es an den Kontoauszügen gesehen. Ist gleich erledigt. Wie viele Kundinnen hat er denn? Nur eine exklusive Klientel. Willst du seine Visitenkarte? Um Gottes Willen. Ulrike, ich meine, mach, was du willst. Aber findest du nicht, es sollte eine Verbindung geben zwischen Sex und Liebe? Absolut. Ich liebe Sex. So, alles erledigt. Das nächste Mal, wenn jemand mit den Karten bezahlt, werden sie eingezogen. Ja, braucht Gunther die denn nicht? Deswegen ja. Und das Beste ist, er kann überhaupt nichts dagegen machen. Er hat mir nämlich vor 2 Jahren alles überschrieben, wegen der Steuer. Weißt du? Haus, Konto, alles. Wenn der Alltagstrott eingekehrt ist, ist es vielleicht an der Zeit, ihrer Beziehung einen kleinen erotischen Kitzel zu geben. Eine Möglichkeit besteht darin, ihren Ehemann, wenn er nach Hause kommt, mit einer reizenden Überraschung zu empfangen. Meine Begierde entfacht wie ein tödliches Fieber. Was liest denn da? Nichts, nur ein Buch. Du brauchst von mir nichts zu verstecken.
Ich habe das Sumakatra hinter den anderen Büchern im Regal schon gesehen. Das heißt Kamasutra. Und das Buch ist ein wichtiger Bestandteil der indischen Kultur. Aber dafür bist du noch viel zu jung. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht rüber zu Christoph? Aber wir essen noch gleich. Du kannst ihn nur auf den Burger einladen und dann ins Kino. Aber du musst dich beeilen, sonst hat er schon gegessen. Du willst mich wohl loswerden, ne? Ich will dich gar nicht loswerden. Ich wollte dir nur was Gutes tun. Hier sind 40 Mark. 60. Zwei Burger und zwei Kinokarten kosten keine 60 Mark. Ach nee. Vielleicht bleibe ich dann heute doch lieber hier. So was nennt man Erpressung. Schweizer? Kann ich Ihnen was aufs Auge drücken? Was kann ich für Sie tun, Herr Hansen? Ich wollte die Japaner heute Abend zum Essen ausführen, aber meine Frau hat gerade angerufen. Unser Junge schon wieder. Diesmal Autodiebstahl. Das tut mir leid. Kann ich vielleicht die Japaner... Das wäre die Rettung. Sie und Ihre Frau. Die lieben den privaten Touch, wissen Sie? Ist doch nicht zu knapp wegen der Zeit? Nein, nein. Meine Frau wird sich freuen. Ich rufe sofort an. Danke, Schweizer. Sie haben was gut bei mir. Natürlich. Besetzt. Ich frag mal, ich habe wenig Hoffnung. Die halten mich wie eine Gefangene hier. Mama, kann ich mit Leon in die Stadt? Ja. Hast du ja gesagt? Ja. Ja, ich darf. Bis gleich. Tschüss. Wann bist du zurück? Wir wollten vielleicht was essen gehen. Ja, schön. Hier sind 40 Mark. Ich lade euch ein. Danke, Mama. Was ist mit der los? Die geht sogar noch auf 60 hoch. Du lebst gefährlich, junger Mann. Sieh zu, dass du um 9 zurück bist. Vor 9? Um 9. Nicht vor und nicht nach. Wiedersehen. Was machst du denn eigentlich? Och, nichts. Ich dekoriere nur ein bisschen um. Übrigens, Leon und ich, wir hatten uns überlegt, vielleicht am Wochenende zelten zu gehen. Vergiss es. Aber selbstverständlich, ich bin jetzt. Schweizer, da wäre noch etwas, ja? Frau Wronski fährt am 20. zum Treffen nach Bremen. Ah ja. Ich möchte, dass sie von einem unserer besten Leute begleitet wird, und da habe ich an Sie gedacht. Danke. So nett von Ihnen. Sie beide führen die Kunden abends ein bisschen zum Essen aus und so weiter, ja? Ja. Das heißt, Sie bleiben über Nacht da. Ja. Ja, ich verstehe. Ah, da kommen schon unsere Gäste. Sind Sie bereit? Meine Herren, ich übergebe Sie in die bewährte Obhut von Herrn Schweizer. Konnichiwa. Eine Sekunde bitte, meine Herren. Ich bin sofort für Sie da. Kleinen Moment. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was meinst du, Ulrike? Parfum? Ja oder nein? Ich habe da noch so einen Rest Primadonna. Ton hat mir vor ungefähr 150 Jahren mal geschenkt. Und eine Probe Aschisch. Aschisch. Wir fahren einfach, meine Herren. Meine Frau sitzt am Computer und hat wahrscheinlich den Hörer daneben gelegt. So, bitte. Kommen Sie. Bitte sehr. Entschuldigung. Bitte, kommen Sie. Ja, ich freue mich sehr. Ja. Kommen Sie. Japan-Center. So, mit einem. Philharmonie. Ich schlage vor, wir nehmen zuerst einen kleinen Aperitif bei uns. Weißt du nicht, danke, schön.
bis meine Frau sich fertig gemacht hat. Was sowas anbelangt, ist sie Gott sei Dank völlig unkompliziert. Ja. Schatz, Schatz, ich habe ein paar Geschäftsfreunde. Oh, Toto. Es sollte romantisch sein. Es war peinlich. Ah ja, mein nackter Körper ist dir also peinlich. Ja, das ist er, wenn du in der ganzen Welt zeigst. Das waren Japaner. Was hat das denn damit zu tun? Die legen sehr viel Wert auf Form und auf Etikette. Ah ja, ich habe aber nicht bemerkt, dass auch nur einer weggeguckt hätte. Hm. Warum rufst du mich vorher an, wenn du Leute mitbringst? Hab ich doch versucht, es war ja andauernd besetzt. Das war heller. Und wenn du in diesem Jahrhundert leben würdest, hätten wir schon längst ISDN. Ich hasse diesen ganzen Technik-Overkill. Ich will nicht zum Sklaven werden von Telefonen und von Computern und... Wo steckt sie überhaupt? Sie ist mit Leon unterwegs. Was? Mit dieser Blechbüchse? Wo treiben die sich jetzt rum? Wahrscheinlich überfallen sie gerade eine Tankstelle. Aha, darüber soll ich jetzt wohl lachen, oder wie? Das ist schon verdammt lange her, dass wir beide gelacht haben. Zusammen, meine ich. Heute Abend ist mir ganz bestimmt nicht danach. Jetzt reicht's aber! Papa, was machst denn du da? Ich versuche zu schlafen. Ich glaube, ich gehe besser. Tschüss. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Und ob Japaner. Ich bin sicher, irgendwann lachst du selber drüber. In 25 Jahren vielleicht. Bitte, können wir über was anderes reden? Irgendwas? Ja, gut. Das Neueste vom Neuen. Gunther ist zurück. Schon? Ich dachte, die Kreuzfahrt sollte 3 Wochen dauern. Ja, das dachte er auch. Aber wie mir berichtet wurde, haben sie ihn in Antigua verhaftet, als er versucht hat, seine Kreditkarten zu benutzen. Ja, offensichtlich hat er einen Polizisten angegriffen und ihn geschlagen. Weißt du was, du bist so richtig grausam geworden, so kenne ich dich gar nicht. Mir geht's blendend. Was man von dir eigentlich nicht behaupten kann. Du siehst furchtbar aus. Ellen, weißt du, was dein Problem ist? Du schreibst Bücher über die große Liebe, über romantische Gefühle, über umwerfende Sinnlichkeit. Aber du erlebst selber nichts davon. Bei dir gibt's immer nur Donald oder die Kinder, Hund, Abgabetermine. Denk doch mal an dich.
Ober zum Beispiel. Ich glaube, der mag dich. Quatsch. Ja, hallo? Ja, Richard. Ja, natürlich erinnere ich mich an Sie auf Ulrikes Party, ja. Oh, das ist wirklich sehr nett, aber ich bin zurzeit ziemlich beschäftigt. Gar nicht. Doch. Woher haben Sie eigentlich meine Handynummer? Verstehe. Hören Sie, ich bin gerade mitten in einem Termin, aber ich habe ja immer noch Ihre Nummer. Genau. Wiederhören. Was ist? Du hast Richard meine Handynummer gegeben. Habe ich das? Kann mich gar nicht erinnern. Du hast ihn extra angerufen und ihm gesagt, er soll mich anrufen. Ich glaub's einfach nicht. Herrgott noch mal, Ellen, was ist denn da dran so schlimm? Der Mann interessiert sich für dich. Ich hab doch genau gesehen, wie er dich auf der Party angeguckt hat. Und außerdem, er sieht gar nicht so schlecht aus. Du hast ja recht. Ich schreibe tatsächlich über Liebe und Sinnlichkeit und den ganzen Kram. Das ist mein Beruf, verstehst du? Und das Gleiche werde ich auch weiterhin tun. Und Richard und alle anderen können mich mal. Das gilt auch für dich. Ich brauche niemanden, der mich verkuppelt. Da will man mal jemand was Gutes tun. Kann ich Ihnen denn noch was Gutes tun? Später vielleicht. Sie wollte alles perfekt haben, wenn der Mann heimkehrte, den sie über alles liebte. Er hatte sein Leben für sie riskiert. Jetzt musste sie einen Weg finden, um ihn glücklich zu machen, um ihm ihre tiefe Hingabe zu beweisen. Plötzlich flog die Tür auf. Es tut mir leid, ich schaff's nicht. Da passiert gar nichts mehr. Alles wie gelähmt. Totale Blockade. Ellen, wir haben das Datum für die Veröffentlichung deines Romans ganz groß angekündigt. Was ist denn los? Hm? Donald und ich, wir kommen nicht mehr klar. Geldsorgen? Nein. Dann hat er eine Affäre mit einer jüngeren Frau. Woher weißt du das? Männer. Der ist doch so um die 50. Da passiert so etwas öfter. Also, löst das Problem und mach dich wieder an die Arbeit. Ja, und wie löse ich das Problem? Mach ihn eifersüchtig. Das habe ich versucht. Und? Na ja, jetzt habe ich einen kleinen Fanclub in Tokio. Wie? Es hat nicht funktioniert. Ja, dann hol dir auch einen Liebhaber. Sowas kann ich nicht. Ellen, die perfekte Liebe, die gibt es nur in deinen Romanen. Ellen, dein Selbstvertrauen ist ganz schön angeknackst, hä? Hm? Hey.
Sie ist 27. Hat studiert. Sieht blendend aus. Spricht sich Sprachen. Macht Bungee-Jumping. Und da kannst du nicht mithalten. Ellen, es geht nicht ums Mithalten. Es geht darum, dass du dir selbst beweisen musst, dass du immer noch, ja, begehrenswert bist. Und wenn du das erstmal wieder spürst, dann kannst du aus diesem Gefühl heraus entscheiden, ob du deine Ehe retten willst oder nicht. Ist leicht gesagt. Mein Thomas, der hat mit seiner Assistentin geschlafen. Daraufhin ich mit meinem Tantra-Lehrer und das ist dann noch ein paar Mal passiert. Und wir sind immer noch zusammen. Na, wer soll mich denn schon wollen mit beinahe 50? Was? Jetzt hör mal auf, ja. 50? Das ist doch heutzutage wie 40. Mein Gott, mach doch die Augen auf. Männer stehen überall rum. Das nächste Mal, wenn dich einer anlächelt, lächelst du zurück. Oder du lächelst zuerst. Oder willst du aufgeben? Bist du fertig mit Sex? Mit der Liebe? Damit deine Frau zu sein? Mit deinem Leben? Nein. Dann tu was dafür. Gut, ich versuch's. Wunderbar. Und wenn du das alles erledigt hast, dann schreibst du diesen verdammten Roman zu Ende. Ist das klar? Ja, hallo, Richard. Hier ist Ellen. Es tut mir leid, dass ich gestern so grob war. Aber ich bitte Sie, ich wäre doch wirklich der Letzte, der so etwas nicht versteht. Danke. Um ehrlich zu sein, es ging mir gestern nicht so besonders. Das tut mir aber leid. Aber auf der anderen Seite wird man doch durch diese Aufs und Abs als kreativer Mensch inspiriert, finden Sie nicht? Ja, da mögen Sie recht haben. Ich würde Sie übrigens immer noch sehr gerne sehen. Sie auch. Oh, wie schön. Wann und wo? Vielleicht bei mir? Ja, gerne. Aber es müsste am Nachmittag sein. Vielleicht morgen? Wunderbar. Meine Adresse, haben Sie die noch? Ja, die steht ja noch auf Ihrer Karte. Das finde ich schon. Ich freue mich auf morgen, Ellen. Und eins verspreche ich Ihnen. Diesen Nachmittag, den werden wir beide nie vergessen. Ganz bestimmt. Bis morgen. Ich gehe heute in die Zoohandlung und besorge ein paar antibiotische Tropfen. Der Karfunkel Sander macht mir Sorgen. Er sieht völlig groggy aus. Wahrscheinlich hat er die ganze Nacht durchgemacht und zu viel getrunken. Wie schön, dass wenigstens einer das witzig findet. So ein Aquarium ist ein sehr empfindliches ökologisches System. Wenn eine Sache schief läuft, geht ganz schnell alles schief. Das Gefühl kenne ich gut. Was? Nichts. Mama, ich habe gelesen, dass Frauen heute doppelt so oft einen Orgasmus kriegen wie früher. Stimmt das? Wahrscheinlich haben manche Frauen doppelt so viele und andere nur halb so viele. Hör mal, was für ein Unsinn liest sie denn da? Den Spiegel, ein Spezial über Frauen und ihre Sexualität. Wie kriegt man einen Orgasmus? Jetzt nicht. Woher haben unsere Kinder so ein Zeug? Warum redest du immer von den Kindern in der dritten Person, wenn sie etwas tun, das dir nicht gefällt? Lass dir erscheinen. Was? Als Bernds Eltern sich geschieden haben, hat er plötzlich von beiden ganz viele Geschenke bekommen. Das kannst du dir wohl abschminken. Wir lassen uns nicht scheiden. Oder, Donald? Ganz bestimmt nicht. Ich muss los. Ach, übrigens, heute Nachmittag ist Vorstandssitzung. Da muss ich mit. Es kann spät werden. Ist kein Problem. Ich wollte heute Nachmittag sowieso in die Stadt. Zum Einkaufen. Kann ich mich dann nach der Schule mit Leon treffen? Ja. Du wirst ja ganz locker auf deinen alten Tage.
Es kann sein, dass ich noch nicht zurück bin, wenn du nach Hause kommst, Jim. Mama. Du kannst mich ja auf dem Handy anrufen, wenn irgendwas ist. Mama, ich bin noch kein Baby mehr. Ich werde ein bisschen Fernsehen. Und dann werde ich mal gucken, wie die Möbel so brennen. War nur ein Scherz. Ich bin froh, dass du mein Sohn bist. Hast du dir mal überlegt, mich dafür zu bezahlen? Manchmal gehen deine Scherze etwas zu weit. Viel Spaß beim Einkaufen. Und ich hoffe, dass du alles kriegst, was du willst. Voll an. Ich hab nichts anderes. Wahrscheinlich mache ich einen Riesenfehler. Frau Kirchle, hier ist Schweizer. Nein, ist nicht nötig. Ich wollte nur Folgendes wissen. Mein Mann hat da etwas erwähnt von einer Aufsichtsratssitzung, an der er teilnehmen muss. War das heute? Nein, die ist nächste Woche. Ach, ist nächste Woche. Ach, tut mir leid, mein Fehler. Nein, Sie brauchen ihm nicht zu sagen, dass ich angerufen habe. Vielen Dank. Ich habe schon auf Sie gewartet. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass Sie gekommen sind. Ab dem Moment, wo ich Sie das erste Mal gesehen habe, da habe ich gewusst, dass uns beide ganz viel verbindet. Mir ging es genauso. Ja? Champagner? Ja, gerne. Ach, Entschuldigung. Kommen Sie. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ja, ich hatte da einen Hintergedanken, weswegen ich Sie hierher zu mir einlud. Oh, bitte, Sie brauchen mir nichts zu erklären. Auf Sie. Oh, Champagner mitten am Tag, das gibt's eigentlich nur in meinen Romanen. Na, dann auf die Liebe. Auf die Liebe. Hm. Entschuldigung, ich bin furchtbar nervös. Ja, aber wieso? Das ist eine schöne Bluse. Na ja. Ich bin mir sicher, dass Donald vollstes Verständnis dafür hat, dass Sie diese andere Seite von sich ausleben müssen. Das glaube ich kaum. Aber das ist schon richtig, es gibt auch eine andere Seite in mir. Und die ist im Moment gerade sehr lebendig.
Ist das Ihr Telefon? Ja, hallo? Ja, Lukas, was ist los? Manni und die Dalmatinerin von Frau Salm. Die machen Sumacata oder wie das heißt. Hinten im Garten. Was? Frau Salm ist tierisch sauer. Die spritzt die beiden jetzt mit Wasser voll. Dann hol Manni sofort rein. Nee, Mama. Ich bin noch nicht lebensmüde. So wütend wie die ist, spritzt sie mich auch noch voll. Okay, okay. Dann bleibt's wieder an mir hängen. Probleme? Das war mein Sohn. Unser Hund hat mit der Nachbarhündin. Mhm. Naja, ich glaube, ich gehe dann jetzt mal. Nein, auf keinen Fall. Ich bin mir sicher, dass Ihr Sohn damit auch ganz alleine klarkommt. Ja schon, aber darum geht's eigentlich auch gar nicht. Vielleicht wollen Sie mich auch gar nicht mehr. Und ob ich Sie will? Wirklich? Ja, das Schicksal hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich Ihnen beweisen. Kommen Sie. Auf einen Tisch. Ja, das ist er. Mein Roman. Ihr Roman? Ja. Wie haben Sie mich deswegen hier bestellt? Ja, weswegen denn sonst? Aber bitte setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Sie können sich ja nicht vorstellen, wie lange ich darauf gewartet habe, jemanden wie Sie kennenzulernen. Eine richtige Schriftstellerin, die mir jetzt sagen wird, ob mein Roman etwas taugt oder nicht. Es ist auch ein Liebesroman. Aber aus meiner, einer sehr männlichen Perspektive heraus erzählt. Ist doch erstaunlich, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Gut, ich lese dann erst mal vor, ja? Es war eine stürmische Nacht. Die nackten Zweige der Bäume kratzten an den Fenstern wie eine seltene persische Katze an einem Baum oder an einer Tür kratzt. Maria saß vor dem Feuer, dessen Flammen wie talentierte Balletttänzer hochzüngelten. Da plötzlich vernahm sie ein Geräusch, erst unscheinbar wie Tau, der morgens die Regenrinne ent... Ellen? Hallo. Unterwegs. War ich ja auch. Warum stehst du so komisch hinter der Tür? Oh, nur so. Mama, was ist los? Ich glaub's nicht. Oh, ne. Was ist denn los? Sie hat meine Bluse an. Ja, na und? Sieht doch hübsch aus. Meine Bluse, die ich nicht anziehen durfte. Das ist so fies. Und wenn ich mir irgendwas nehmen würde ohne Erlaubnis. Mama? Mama? Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Schon gut. So schlimm ist auch wieder nicht. Komm, lass uns wie zwei Erwachsene darüber reden, ja? Was hast du dir dabei gedacht? Ich weiß nicht. Ich wollte irgendwas Besonderes anziehen. Irgendwas, was sexy ist. Ach, was soll's? Ich werd alt und niemand will mich mehr. So ein Quatsch. Ich will dich noch und Lukas? So meine ich das nicht. Oh. Du meinst doch nicht etwa Sex?
Ich fand das früher auch komisch, wenn ich mir das bei meinen Eltern vorgestellt habe. Naja, wahrscheinlich ist es ganz natürlich. Auch noch in eurem Alter. Aber wo liegt denn das Problem? Das verstehst du nicht. Probier's doch mal. Ich bin nicht mehr attraktiv. Mama, du siehst immer noch super aus. Nein, tu ich nicht. Tust du wohl. Wirklich? Oder sagst du das jetzt bloß so? Ich mein's total ernst. Danke. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Siehst du? Und du kannst die Bluse so oft haben, wie du willst. Ja? Das war alles? Er wollte dir seinen Roman vorlesen? Ja. Wahrscheinlich der schlechteste Roman, der je geschrieben wurde. Ach, Ellen, das tut mir so leid. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann... Schon gut. Ich habe einfach gedacht, dass ihr beide, also dass ihr zwei vielleicht... Ich hab's wirklich nur gut gemeint. Ich weiß. Das ist aber auch alles, was ich weiß. Vielleicht liegt's ja an mir, dass mich keiner mehr will. Ach, Unsinn! Soll ich dir sagen, was du falsch machst? Lieber nicht. Du sendest irgendwie die falschen Signale aus. Hä? Ja, du verstrahlst so eine Hausfrauenerotik. Lass doch mal mehr den Vamp raushängen. Wie? Hausfrau? Ben. Ich bin nun mal Hausfrauenmutter. Jede mit etwas weniger Kampfgeist als ich hätte bei dir längst aufgegeben. Aber glücklicherweise betrachte ich dich eben als Herausforderung. So, deswegen gehen wir jetzt da. So was kann ich mir nicht leisten. Hey, du verdienst doch Geld mit deiner Schreiberei, ja, oder? Ja, schon, aber... Na gut, dann trau dich mal, was davon auszugeben. Und zwar für dich. Gianni? Gianni? Nein. Ulrike, du warst ja schon ewig nicht mehr bei deinem Gianni. Gib zu, du hast mich nicht mehr lieb. Aber natürlich, Gianni. Natürlich liebe ich dich noch. Darf ich euch vorstellen, das ist Gianni, meine Freundin Ellen. Zwei so schöne Frauen auf einmal in meinem Laden. Das ist zu viel. Ja. Und Ellen ist auch noch Schriftstellerin. Schriftstellerin? In ihren Augen glänzt das Licht von tausend Sonnen. Ihre Lippen leuchten rot wie der Wein meiner Heimat Umbrien. Das Haar. Und mein Haar hat die Farbe der Kastanien im Herbst. Von Engeln geflochten. Richtig? Richtig. Genau so hätte ich das gesagt. Woher wissen Sie das? Erstens verdiene ich mit sowas mein Geld. Und zweitens war ich schon mal in Rom. Auf Recherche. Allein. Und dabei hatte ich das Vergnügen, viele italienische Kellner kennenzulernen. Ich bin kein Kellner. Ich meine das gar nicht abfällig. Das waren alles hübsche und charmante Jungs. Oh, Gianni, ich glaube, du hast deinen Meister gefunden. Davon habe ich doch schon immer geträumt. Na bitte? Meinen Meister zu finden. Im Leben und in der Liebe. Dann träumen Sie mal schön weiter. Ich gebe nämlich keinen Unterricht. Schade. Kennen Sie Ulrike schon lange? Ulrike, ja. Wir treffen uns jeden Samstagnachmittag. Hat sie Ihnen nie davon erzählt? Nein, hat sie nicht. Sie ist nämlich gut. Ach, komm. Ja, 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 ja. Sie ist sehr gut. Jetzt übertreibe ich. Nicht nur für ihr Alter, sondern überhaupt. Ah, ah, ah. Ich muss ihr natürlich einiges beibringen. Ja, das stimmt. Bewegungen, ja. Stellungen, ja. Gefühle, ja. Und so weiter. Aber sie hat Talent. Danke. Oh, ich habe da eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir uns am Samstag zu viert treffen? Wie? Zu viert? Naja, zu viert. Sie, Ulrike, ich, ein Freund von mir. Zu viert macht es so viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht zu Ellen. Entschuldigung. Wieso denn? Ja, hallo? Gunther! Du, einen Augenblick bitte. Ich wusste, dass er anruft. Eine befreundete Journalistin macht nämlich ein Feature über die jungen Geliebten älterer Männer. Und ich habe Gunther angedeutet, dass Kiki doch prima in diese Reportage passen würde. Die hat bestimmt eine Menge zu erzählen. Ja, Gunther? Ja, 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 ja. Ich treffe mich jetzt gleich mit ihr und dann gebe ich ihr Kikis Adresse. Ja. Dann werde ich auch mal wieder. Ellen, warten Sie. Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht überrumpeln mit diesem Vorschlag. Ulrike und ich, wir sind immer
Ich würde Sie gerne wiedersehen. Wiedersehen. Entweder steht der Ferrari in einer Stunde vor der Tür oder ein Millionenpublikum wird in allen Details über dein außereheliches Sexleben informiert. Na also, geht doch. Ach, und noch etwas. Mit vollem Tank. Verstanden? So, das war's. Jetzt habe ich ihn endlich da, wo er hingehört. Ganz unten. Du bist grausam. Ja, Krieg ist nun mal grausam, meine Liebe. Und nur einer kann der Sieger sein. Hast du was gefunden da drin? Ich weiß nicht. Darf ich heute bei Christoph pennen? Ja. Und kann ich dann bei Lena schlafen? Ja. Woher wissen wir dann, dass sie nicht bei diesem Nasenring ist? Der Junge hat einen Namen, Donald. Er heißt Leon. Und um Gewissheit zu haben, dass Hella bei Lena schläft, rufe ich Lenas Mutter an und bitte sie einmal die Stunde nachzuschauen, ob die Mädchen noch da sind. Einverstanden? Wie wär's denn mit Videoüberwachung? Das ist gar keine schlechte Idee, mein Engel. Oh Gott. Habe ich dir gesagt, dass ich heute einen Termin in Bremen habe? Nein, hast du nicht. Entschuldige, das habe ich völlig vergessen. Ja, ich muss über Nacht bleiben. Morgen Nachmittag komme ich zurück. Manni, komm, verschwinde da mal. Ja? Fährst du alleine? Was? Nein, nein, Senta fährt mit. Wer? Na, Senta. Von der Marketingabteilung. Nun kennst du doch, dieser Kerl, der sich immer so gern reden hört. Ja? Du, wenn es zu spät werden sollte, dann rufe ich nicht mehr an, ja? Mhm. Aber du sitzt ja sowieso den ganzen Tag am Computer und schreibst, hm? Ja, wahrscheinlich. Ach, Ellen, tust du mir einen Gefallen? Ja, was denn? Gibst du den Fischen jetzt 12 Tropfen und heute Abend nochmal 12? Okay. Ich danke dir. 12 und nochmal 12. 12 und 12. Tschüss, Mama. Bis morgen. Tschüss. Hallo, Gianni. Ich möchte gerne das Kleid im Schaufenster haben und ich will es gleich mitnehmen. Sehr gerne. Aber, Ellen, wenn Sie ehrlich sind, dann sind Sie doch auch gekommen, um mich wiederzusehen? Ja. Ja? Ja. Das ist ja fantastisch. Wissen Sie, ich wollte sowieso gerade Pause machen. Was halten Sie davon, wenn wir essen? Ich habe eine bessere Idee. Heute Abend um 8. Bei dir. Wie? Nicht? Doch, doch. Natürlich. Wo? Hier. Ach so. Hier. Für das Kleid. Ach so.
Sie sehen hinreißend aus. Dankeschön. Ich bin 18 Jahre verheiratet und ich habe sowas noch nie gemacht. Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du ab jetzt übernimmst. Also, womit fangen wir an? Wie wäre es denn, wenn wir erstmal was essen? Ja? Okay. Bitte. Ich bin gespannt, was aus dem mal wird. Ein Schauspieler oder ein Schriftsteller oder vielleicht auch ein Hochstapler. Du liebst deine Kinder sehr, ja? Ja. Das ist schön. Ja. Hör mal, ich muss dich jetzt mal was fragen. Hm? Als du das vorgeschlagen hast mit Samstag, du weißt schon, mit Ulrike und deinem Freund und so, hast du sowas vorher schon mal gemacht? Ja, klar. Schon oft. Weißt du, ich mag es gemischt lieber. Ja. Nur mit Männern, das ist doch verbissen. Ulrike ist gut geworden. Sie ist sehr ehrgeizig. Muss man auch sein. Sonst kann man ja gleich zu Hause bleiben. Und ihr Aufschlag, ich sage dir, ist mittlerweile echt ein Hammer. Aufschlag? Ja, ja. Du weißt ja, was ein Aufschlag ist? Klar. Tennis, ne? So. Plopp. Tennis? Alles klar, du redest die ganze Zeit über Tennis. Ja, klar. Ein Tennis-Doppel? Ja. Du hast doch schon mal davon gehört. Klar. Der Champagner ist himmlisch. Zwölf, einfach mal zwölf. Das war doch nicht zu viel verlangt. Wovon redest du? Davon. Oh, Donald, das tut mir leid, wirklich, mein Gott. Ich hab's einfach vergessen. Wo warst du? Wo warst du? In Bremen, wo sonst? Bin früher zurückgekommen. Sag mir jetzt, wo du warst. Ja, nun, Ulrike hat angerufen. Bitte! Lüg mich nicht an! Donald! Was glaubst du denn, wenn ich zuerst angerufen habe? Ulrike hatte keine Ahnung, wo du steckst! Und Paula und Barbara und Christiane nicht! Lachen sie jetzt tot über mich, ich stehe da wie ein Idiot! Arme Donald, weiß nicht, wo seine Frau ist! Ach, darum geht's wieder nur, es ist wieder alles so peinlich und ich bin ja, natürlich schuld! Ja, es ist mir peinlich, wenn meine Frau sich unterhält wie eine Konkubine! Wie hast du mich gerade genannt? Du hast ganz richtig gehört. Auf dem Elternabend warst du in diesem Aufzug jedenfalls nicht, oder? So, jetzt reicht's. Diese unverschämten Beleidigungen muss ich mir ja wohl nicht länger gefallen lassen. Jetzt versuch bloß, nicht den Spieß umzudrehen. Du bist mir eine Erklärung schuldig, verdammt nochmal. Ich bin dir eine Erklärung schuldig? Ich will dir mal was sagen, mein lieber Donald. Gar nichts bin ich dir schuldig.
Ich hab gehofft, du hast den Anstand und bist ehrlich zu mir. Aber nicht mal das! Ach, Anstand und ehrlich, dass ich nicht lache. Bist du denn etwa anständig zu mir und ehrlich? Ich versuch's zumindest. So ein Blödsinn. Mich gibt's doch gar nicht mehr in deinem Leben. Bei dir geht's doch nur noch um Fische und Japaner und Bungee-Jumping. Du brauchst mir gar nichts zu erzählen. Ich weiß sowieso, wo du gewesen bist. Wo und mit wem? Hier, Richard Engel, dieser Laffe. Ist auch kein Wunder, so wie der mich rumschwänzelt ist auf der Party. Du warst bei ihm, stimmt's? Ja, ich war bei ihm. Aber nicht so, wie du denkst. Und ob? Genau so. Wir fahren jetzt hin zu diesem Herrn, der werde ich mal einiges klarstellen. Donald, was soll das? Ich hab gesagt, wir fahren zu ihm hin, sofort. Ich hab jetzt keine Zeit. Ist mir völlig egal. Mädchen. Donald, was du jetzt vorhast, das wird wirklich peinlich. Das ist mir scheißegal. Mach die Tür auf. Na komm schon! Was soll denn? Hallo Donald. Ach, und Ellen, hallo. Wenn das keine Überraschung ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss gleich mal was fragen. Ellen, Entschuldigung, aber warum sind Sie eigentlich letztes Mal gleich weg? Habe ich Sie fürs erste Mal überfordert oder ich... Halt dein unverschämtes Maul, du! Was du denn? Was bildest du dir eigentlich ein? Was du denn mit mir? Ja, kein Ab! Sag mal! Donald, warum bist du so wütend auf mich? Ich hab doch mit Ellen hier bei mir... Ich hab ihr aus meinem Roman vorgelesen. Sag mal, hast du etwa geglaubt, dass ich mit deiner Frau, dass ich mit ihr... Ich habe aus meinem Roman ihr... Tja, tut mir leid. Aber wieso denn? Der Mann hat ja richtig Feuer, hätte ich mir gar nicht zugetraut. Ich auch nicht. Ja, dann mal hinterher. Ich meine, bei so viel Temperament, da darf man nichts anbrennen lassen. Richard? Sie sollten an Ihrem Stil noch ein bisschen feilen. Danke. Gerne. Temperament. Feuer. Das ist es. Und? Fühlst du dich jetzt besser? Das hättest du mir auch gleich sagen können. Ich hab's ja versucht, aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Also gut, der war's nicht. Wo warst du dann? Ist es wirklich so wichtig? Ja. Nein. Doch. Schön, dann rufe ich jetzt Georg an, deinen Mann vom Marketing, und frag ihn, wie es in Bremen war. Das verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wäre es aber besser, gleich Lisette zu fragen. Also, wird es noch mehr solcher Reisen geben? Nein, ich glaube nicht. Und du? Hast du vor, noch mehr Nächte woanders zu verbringen? Nein, ich glaube nicht. Ich hätte übrigens nie gedacht, dass du dich jemals um mich prügeln würdest. Bin fast ein wenig stolz auf dich. Bisher gab es auch noch keinen Anlass dazu. Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Deine neue Frisur steht übrigens sehr gut. Ach, das ist dir aufgefallen. Na, was denkst du? Dir ist mein neues rosa Hemd ja auch aufgefallen. Naja, solange uns aneinander noch was auffällt, ist ja noch nicht alles zu spät. Oder? Das mit den Fischen tut mir wirklich sehr leid. Wir füllen einfach frisches Wasser ins Becken. Und fang dann mal von vorne an.
Was meinst du? Ja, das klingt gut. Ist dein Fischladen nicht ganz in der Nähe? Schon. Aber du musst das sicher gleich wieder in deinen Computer. Nein, das hat Zeit. Ich weiß jetzt endlich, wie ich diese Geschichte zu einem guten Ende bringe. Alles andere geht dann ganz von allein. Ich bin Claudia Schick und darum geht's in Max. Bankraub 2024. Die Sicherheitsvorkehrungen, die sind eigentlich da. Sowas zu riskieren, die Leute zu gefährden, das ist schon Wahnsinn. Warum es so viele Geldautomatensprengungen gibt. Das Top-Thema in Max. Heute um 20.15 Uhr im HR-Fernsehen. Wie ansteckend ist die Leidenschaft für die Fliegerei? Ich habe katholische Theologie und Philosophie studiert, mit dem Ziel, Priester zu werden. Und durch puren Zufall habe ich damals einen Kapitän von Lufthansa kennengelernt. Und dadurch bin ich dann zur Fliegerei letztlich gekommen und habe den anderen Beruf mit dem Himmel ergreifen können. Mittendrin, heute 21 Uhr im HR-Fernsehen. Hallo Hessen wird Ihnen präsentiert von Seitenbacher. Hallo zu Hallo Hessen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bei uns geht es heute um den Frühling und dass wir unsere Fahrräder ja entsprechend auch wieder fit machen können. Wir schauen also, was ist mit Bremse, was ist mit Gangschaltung, was ist mit Sattel, muss der irgendwie neu, hat der Risse, was kann man sonst noch alles wieder on top bringen sozusagen. Ein Experte gleich bei uns vom ADAC, Cornelius Blanke, ist für Sie da. Und erstmal schauen wir auf eine aktuelle Nachricht. Wir haben es in den letzten Tagen einfach immer akut natürlich behandelt. Der Streik aktuell oder die Streiks, muss man ja mittlerweile in Mehrzahl sagen. Ein kleiner Reminder, der Lokführerstreik, der ist ja gerade zu Ende gegangen. Jetzt streikt aber 3 Tage lang der öffentliche Nahverkehr. Betroffen sind da die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen. Vor allem U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen stehen still. Also gerade deswegen, wenn man auf der Straße so viel Geduld braucht, macht es ja Sinn, das Fahrrad auch wieder fit zu bekommen und damit dann ersatzweise auf die Straße zu gehen. Also keine Ausreden mehr. Wir kümmern uns darum, dass Sie wieder fit werden und zeigen Ihnen vor allem, wie Sie das selber hinbekommen. Dies ist ein normales Fahrrad, ein Pedelec haben wir aber auch hier. Wir kümmern uns in der ersten Stunde hauptsächlich um das Normale. In der zweiten, also unbedingt dranbleiben, kümmern wir uns ums Pedelec. Und dann ist Cornelius Blanke für Sie mit Rat und Tat zur Seite. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die kann man nicht selber machen. Zumindest nicht, wenn man Profi ist. Dafür geht es dann in die Werkstatt. Ganz schön viel los in der Werkstatt von Fahrrad Böttgen in Frankfurt-Bornheim. Werkstattleiter Michael Warkoszewski und sein Team haben ordentlich zu tun. Reifen, Bremsen, Licht, das Frühlingsprogramm für jedes Fahrrad. Jetzt beginnt so die Saison, jetzt wo die ersten Sonnenstrahlen kommen. Und dann holen die ganzen Kunden ihre alten Räder aus dem Keller. Die sollen wir wieder fit machen. Der Andrang ist wirklich sehr groß im Moment. Also seit Corona ist es extrem gestiegen, ja. 30 Räder pro Tag, mehr als eine Woche Wartezeit. Kosten für die Frühjahrsinspektion 40 bis 80 Euro. Bei diesem E-Bike müssen Gänge und Kette ausgetauscht werden. Nach über 5000 Kilometer sind sie verschlissen. Und dem Fachmann entgeht kein Detail. Viele E-Bikes sind mit zu wenig Luft unterwegs. Hier bei dem Rad sieht man gut, dass er das ein bisschen hat schleifen lassen. Man sieht dieses Muster. Das prägt sich nach längerer Zeit ein, wenn man mit zu wenig Luftdruck fährt. Diese E-Bikes, in dem Fall, der kriegt 3,5 bis 4 bar.
Und viele Kunden unterschätzen das. Was können wir tun? Ich wollte meinen alten Haiger zur Kontrolle einfach bringen. Vorne bei der Annahme immer wieder Nachschub und erste Kontrolle. Bei Petra Lochners altem Schätzchen klappert der Dynamo und das Licht muss erneuert werden. Auch wenn es alt ist, sie bleibt ihrem Fahrrad treu. Das habe ich vielleicht jetzt schon so 20 Jahre und das lasse ich einfach hier jedes Jahr einmal kontrollieren aus Gründen der Sicherheit. Frisch repariert und fertig zum Abholen ist dieses Rad. Kunde Christoph Nolden freut sich. Er hatte es viel zu lange unrepariert im Keller stehen. Schönen Tag noch. Danke. In der Tat war jetzt so, neues Jahr und langsam wird es wieder schön. Da war so ein bisschen der Anlass, das dann endlich mal abzugeben. Zurück in der Werkstatt. Ein schickes Jugendrad, das aber hinten immer platt wird. Also schneller Schlauchwechsel. Manches sollten die Kunden aber unbedingt immer selbst checken, rät der Mechanikermeister. Wenn ich merke, dass der Bremshebel bis zum Griff geht, weiß ich, aha, da stimmt was nicht, meine Bremsbeläge sind runter. Und hin und wieder tatsächlich mal alle 2 Monate, im besten Fall jeden Monat, mal den Luftdruck checken. Das reicht auch mit einem festen Druck. Vorne ein Notfall. Bei jedem Treten knackt hier hinten irgendwas. Ich weiß nicht, Michael Prayon-Blaschke hat seit einer Woche ein Firmen-E-Bike und es klappert beim Schalten. Ärgerlich. Aber verzichten will er trotzdem nicht auf das neue Jobbike. Auch beim Straderfahren? Ja, ich habe schon lange kein Auto mehr, weil das in Frankfurt überhaupt nichts bringt. Bin bislang immer ÖPNV gefahren, aber das nervt mit der Zeit. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, so ein Dienstfahrrad, Firmenfahrrad zu bekommen. Und da habe ich sofort ja gesagt. Für den Frankfurter gibt es jetzt eine Turbobehandlung, damit er am nächsten Morgen ohne Geklapper wieder zur Arbeit fahren kann. Für das Werkstattteam geht es aber weiter. Jede Menge Räder, die hier mit viel Leidenschaft repariert werden, um fit in den Frühling zu starten. Und wer zu Hause Hand anlegen möchte, der ist jetzt bei uns richtig. Und zwar mit Cornelius Blanke vom ADAC. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und dass Sie Ihre Räder mitgebracht haben. Das sind nämlich tatsächlich Ihre eigenen, ne? Ja, das ist so, genau. Mit denen fahre ich. Sind Sie hergeradelt? Heute so nicht, weil es wäre auf der Straße nicht so gut gewesen, aber sonst radel ich viel. Ist gerade ganz schön nass draußen, ne? Aber es wird ja die nächsten Tage besser. Donnerstag, ja. Megawetter, ab dann wird's toll. Und deswegen gucken wir jetzt mal, Fahrräder wieder aus dem Keller rauskramen, aus dem Abstellschuppen, wie auch immer. Worauf muss man denn als erstes achten, wenn man nach dem Winter sagt, jetzt geht's wieder los? Ja, die Reifen sind für mich erstmal das Wichtigste. Wenn die nicht in Ordnung sind, kann man gar nicht fahren. Das heißt, man guckt erstmal, ob die Flanken verletzt sind, ob der Reifen selbst vom Profil noch in Ordnung ist. Wenn das der Fall ist, kommt der automatische Druck. Hier habe ich gerade mal geschaut, das hat über 4 Bar, das ist also sehr gut. Wenn ich das vorne mal mache, ich mache hier vorne, ups, da sieht man, da ist viel zu wenig drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Luft muss denn drauf? Also beim Auto kann man das ja im Tankdeckel nachgucken oder in der B-Säule. Hier ist es auch kein Geheimnis. Man guckt einfach auf der Flanke des Reifens. Ich glaube, wir haben es auch eingeblendet noch mal gleich. Ja. Da kann man sehr gut sehen, 4 bis 6 Bar ist bei diesem. Mhm. Wann 4, wann 6 Bar? 4, wenn es ein bisschen bequemer sein soll. Das heißt, da kann der Reifen ein bisschen mit federn. Mhm. Und wenn ich bis 6 gehe, dann ist er richtig hart. Mhm. Das merkt der Rücken schon. Aber dann habe ich natürlich weniger Rollwiderstand und bin schneller. Und man kann sich auch, glaube ich, nicht so schnell in Scherben oder so ein Loch einfangen. Ne? Richtig. Das ist auch der Fall, dass es nicht so reindrücken kann. Deshalb ein bisschen mehr ist, ehrlich gesagt, besser. Außer bei Mountainbikes, wenn man wirklich im Gelände über Wurzeln fährt. Aber das machen wir mit diesen Rädern ja nicht. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil hätte ich diese Information früher gehabt und Sie an meiner Seite, dann wäre mir erspart geblieben, dass ich mit so einem automatischen Aufpumpgerät bei einer Fahrradwerkstatt tatsächlich meinen Reifen zum Platzen gebracht habe. Oh. Ich bin 3 Meter noch gefahren, habe es abgestellt und habe auf einmal nur einen Knall gehört. Da war so ein großes Loch oben einmal komplett hier durch den Mantel mit durch. Also ich weiß gar nicht, was ich damit gemacht habe. Wir halten fest, die Barzahl auf jeden Fall checken, je nachdem, was für einen Reifen ich habe. Genau. Und wunderbar. Dann auch bei der Pumpe das direkt einstellen. Da kann ich, hier habe ich auf 4 gestellt
und pumpe so lange, bis hier der Zeiger auf 4 ist. Dann sehe ich also schon auf die Entfernung, jetzt reicht es oder entsprechend mehr. Wann würden Sie denn so eine Standpumpe empfehlen? Also die nimmt ja schon so ein bisschen mehr Platz weg als eine, die ich jetzt wie hier direkt am Fahrrad habe. Ja, ne? Die habe ich nicht mit auf einer Fahrradtour beispielsweise. Die habe ich wirklich zu Hause, wenn ich dann losfahren will, zur Saisonbeginn. Oder aber auch gerade Fahrradreifen verlieren ja immer ein bisschen an Luft über die Zeit. Also vor einer längeren Fahrt oder generell sollte man den Luftdruck überprüfen. Das geht hiermit sehr gut. Und ansonsten hat man entweder so eine kleine dabei. Ich empfehle diese hier. Weil diese ähnlich wie hier kann ich ja den Fuß draufsetzen und habe dann Stand. Das kann ich hier auch machen. Also wenn man die hochzieht sozusagen. Genau, da kann ich hier auch entsprechend draufgehen, so zeigen. Ja. Und das Schöne ist auch hier, das kann ich direkt an das Ventil einführen und umklappen. Dann ist das richtig justiert. Das hilft mir und die Luft kommt perfekt rein. Weil sonst muss man immer mit der einen Hand halten und hoffen, dass es irgendwie reingeht und die andere pumpt. Ne? Absolut, das ist viel einfacher hiermit. Super Trick. Ich kannte diese Art von Pumpen ehrlich gesagt noch gar nicht in der kleinen Fassung. Vielen lieben Dank. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir beachten müssen, wenn wir mit dem Fahrrad wieder raus wollen. Ne? Klar, beim Fahren super wichtig. Wir müssen auch in dem richtigen Moment anhalten können, also die Bremsen. Ja. Wie checke ich die Bremsen? Ja, da mache ich die Probe. Es fängt schon mal an, indem ich jetzt hier, wenn das so ein bisschen noch ist, dann ist sie zu scharf eingestellt. Die kann ich relativ weit durchziehen, das ist noch in Ordnung. Für die hintere auch ähnlich, da könnte ich ein bisschen nachjustieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich nur etwas nachjustiere, kann ich hier einfach an diesem Rädchen drehen. Dadurch verändert sich der Druck, der Druckpunkt. Zeigen Sie bitte hier an diesem Silbernen kann ich drehen, da verändert sich der Druckpunkt auf beiden Seiten. Ja. Und das muss ich mir wirklich so einstellen, wie ich persönlich am liebsten habe. Manche stellen es relativ hart ein, die müssen halt, die haben auch Erfahrung. Andere brauchen ein bisschen länger und haben es lieber ein bisschen mehr zum Durchziehen. Da würde ich mich beraten lassen, beziehungsweise so ein bisschen auch individuell gucken, wie es mir am liebsten ist. Aber auf jeden Fall gilt, es darf nicht zu scharf eingestellt werden. Also dass nach einem halben Zentimeter, das schon steht, dann gehe ich unter Umständen rüber. Aber auch nicht dreiviertel durchziehen. Hier ist in der Mitte wahrscheinlich das Beste. Wenn das gar nicht geht, muss man entsprechend hier bei einer Felgenbremse den Baudenzug nachziehen, aber meistens kann man das hier schon ganz gut machen. Genau. Okay. Genau. Also ein bisschen Werkzeug brauche ich dafür dann schon, ne? Ja, ich brauche vor allen Dingen Imbusschlüssel. Das heißt, ich habe bestenfalls sowas dabei. Da habe ich im Grunde genommen, damit man gleich weiß, gelb für den Sattel und blau für den Lenker und so weiter und so fort. Und damit kann ich im Grunde genommen alle Imbusteile hier entsprechend